Ja, hallo erstmal. Hallo, hallo, hallo. Oder wie wir früher im Mittelalter zu sagen pflegten, guten Tag. Ja, es gibt ein paar Dinge zu sagen. Ne? Es gibt ein paar Dinge zu sagen. Zum Beispiel. Zum Beispiel das hier. Oder das. Alles klar? Ja, wie gesagt. Ne? Es ist so, ich wollte heute mal ganz was Ungewöhnliches vorstellen. Und zwar ein Buch. Ein Buch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Aber ihr habt vielleicht schon einmal davon gehört. Das gibt es übrigens in mehreren Sprachen, ne? Also das kann man, ist nur ein Beispiel hier von mehreren Sprachen. Ja, nee, ja, ja. Und warum erzähle ich euch das? Viele kennen dieses Buch nicht. Oder nur vom Hören sagen. Ja, ja. Vom Hören sagen. Das aber reicht nicht. Was ist das also nun? Was ist das? Manche denken, es wäre so eine Art kommunistisches Manifest. Weil da ja so Dinge drinstehen, Dinge, ne? Und andere meinen, das gibt es gar nicht. Das gibt es gar nicht. Weil wir sind ja kein Staat, sondern eine Firma, kein Land, keine Nation, eine Firma, GmbH und Co. KG und so weiter. Ihr wisst, wer so Sachen erzählt. Und natürlich kann eine Firma keine Verfassung haben und hat auch keine. Und das Grundgesetz, das ist dann auch irgendwie, ne, und dann braucht man keinen Führerschein zu machen und braucht keinen Strafzettel zahlen, weil das gibt es ja alles gar nicht. Und wenn da einer Ärger macht, dann wird er verklagt. Wird er verklagt vom Gericht, wenn das einer nicht akzeptiert. Ja, aber warum komme ich jetzt dann rauf? Ne? Ich habe da mal was vorbereitet. Nein, es ist dasselbe, was in den Büchern steht. Es ist nur so, man wird ja nicht jünger und mit Brille wäre das nicht passieren. Oder aber eben, wenn man sich das ein bisschen größer ausdruckt. Ne? Ich mache an dieser Stelle mal eine kleine Pause und gucke, wie das mit der Tonqualität ist. Danke. Ah ja, da bin ich wieder, ne? Und so, ne, aber ich wollte euch jetzt doch nochmal etwas anderes zeigen, schnell, und zwar hier, ne, ich weiß es nicht, kann man es sehen, ja, so, ne, und jetzt stellt sich natürlich die Frage,
stellt sich die Frage, was ist das? Ich kann euch das sagen, es ist ein Meter, nicht zwei, oder drei, oder noch mehr. Nein, es ist ein Meter. Ja, warum erzähle ich euch das? Weil, wenn ich ausnahmsweise mal nicht zu Hause bleibe und einkaufen gehen muss und meine Maske trage, ich schütze dich, dann habe ich immer den Eindruck, die Leute können nicht rechnen oder die können sich nicht vorstellen, was ein Meter ist. Wahrscheinlich denken die anderen Menschen, wären 4 Meter groß oder so. Meine Herren, das ist ein Meter. Ja? Nicht 1,50 und nicht 2 Meter. Wie es am besten wäre, es ist einer. Den nehme ich 50 immer mit, dann kann ich es notfalls den Leuten zeigen. Ja. Noch was? Ja, Grundgesetz. Ich kann euch jetzt nicht alles vorlesen. Klar, ne? Ja, ich kann euch nicht alles vorlesen. Aber es gibt da einen Abschnitt, der heißt die Grundrechte. Und die Grundrechte, T-Shirt, Pullover habt ihr schon gesehen. Ja, habt ihr schon gesehen hier, ja. Ne? Die Grundrechte. Und sie haben Ewigkeitsgarantie. Das heißt wirklich so, ja. Und ich habe nur was aus den Grundrechten. Ja, und jetzt ist alles zu spät, jetzt geht's los. Also das ist für Menschen, ist natürlich auch ein kleiner Service für, und jetzt Hände waschen, ne? Kleiner Service für Menschen, die blind sind oder ähnliches, ne? Aber insbesondere auch für Menschen, die mit dem selber Lesen längerer zusammenhängender Texte größere Probleme haben. Mit dem Verstehen leider oft sowieso, das kann man sich dann eventuell von anderen erklären lassen, aber ich lese das dann mal vor, vielleicht versteht man es etwas besser. Wenn man es hört, nicht hört. Das behandelt jetzt nicht nur ein Thema, sondern mehrere, aber natürlich auch das Thema. Jetzt aber wirklich. Also, Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Römisch 1, die Grundrechte. Muss immer gut anliegen. Ne? Die Grundrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jener menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Artikel 2. Persönliche Freiheitsrechte. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sitterngesetz verstößt.
Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Noch einmal, ihr Lieben, für die etwas einfacher strukturierten. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Artikel 3. Gleichheit vor dem Gesetz. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Römisch 2. Der Bund und die Länder. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Absatz 1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Drittens, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Artikel 5. Ne? 5. Artikel 5. Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Kleiner Einschub von mir, Meinungsfreiheit. Ja? Man kann es äußern, aber man hat kein Recht darauf, dass einem einer zuhört oder dass das einer ihn gut findet. Ja? Und alle anderen dürfen auch sagen, was sie davon halten. Nämlich, dass das mief, 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 mief und mief ist. Das ist das Recht und das andere ist nicht das Recht. So, machen wir weiter, ne?
Es geht immer noch um die Meinungsfreiheit. Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Ja. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Artikel 6, Ehe, Familie, Kinder, Absatz 1. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 2. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 5. Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Artikel 8. Versammlungsfreiheit. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Beschränkt. Artikel 9. Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit. 1. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. 2. Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. Artikel 11. Freizügigkeit. 1. Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. 2. Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes zur Bekämpfung von solchen Gefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist. Artikel 14. Eigentum, Erbrecht, Enteignung. 1. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. 2. Eigentum verpflichtet.
Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Gemeinschaft dienen. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Artikel 15. Vergesellschaftung. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zweck der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen in der Gemeinwirtschaft überführt werden. Artikel 16a Asylrecht. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Ja. Artikel 17. Petitionsrecht. Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Artikel 17a Einschränkung der Grundrechte in besonderen Fällen. Absatz 2. In Gesetzen, die der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, können bestimmen, dass die Grundrechte der Freizügigkeit und der Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt werden. Artikel 18. Grundrechteverwirkung. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- oder Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Artikel 19, Einschränkung von Grundrechten, Rechtsweg. 1. Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen. In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. 3. Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. 4. Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen. Soweit eine andere Zuständigkeit nicht begründet ist, ist der ordentliche Rechtsweg gegeben. Artikel 10 Absatz 2 bleibt unberührt.
Ja, das war's. Meine Stimme ist angeschlagen, ihr wisst das. Ich setze den Text auch nochmal unter den Clip unten, ne? Ja, in der Info zum Clip kommt alles nochmal rein, ne? Ja, und was sagt man so am Schluss? Ja, bleiben Sie gesund, ne? Und stay at home, rette Leben, zu Hause bleiben, save lives. Und ach ja, und bleibt mir gewogen und abonniert mich und kauft meine Bücher und ja, und so weiter. Da müsst ihr mal in den richtigen Influencern gucken, ne? Ja. Alles Gute. Live long and prosper. See you.